Den Bann bricht Peter Backholt mit einem wunderschönen Alleingang, den er mit einem nicht minder schönen Schuss abschließt. Rapid führt 1:0 in der 53. Minute. Doch 3 Minuten später ist die sonst so solide Rapid-Verteidigung plötzlich offen. Die Außendecker waren zu weit aufgerückt und McLaren gelingt nach einem schönen Doppelpassspiel der Ausgleich. Doch Rapid ist trotz dieser nun schlechten Ausgangslage überhaupt nicht geschockt und greift unvermittelt an. Der Lohn, Leiner erzielt das 2:1 nach einem Freistoß vom Panenka. Dass dieser Vorsprung für das Rückspiel zu wenig sein könnte, wissen die Hütteldorfer. Und knapp vor dem Spielende gelingt Kranke ein 3. Treffer. Nix gegen den Kranke. Was sich dann am 7. November in Glasgow abgespielt hat, hatte mit Fußball meiner Meinung nach überhaupt nichts mehr zu tun. Die überhart attackierenden Schotten, ich drücke es milde aus, führten 2:0, als Burns nach Foul am Torhüter Ehn den Ball ins Tor schießt und der schwedische Schiedsrichter Johansson diesen Treffer anerkennt. In der Folge dann unschöne Attacken von beiden Seiten und ein fanatisches Publikum, das die Wiener von den Rängen aus nicht nur verbal angreift. Flaschen und andere Wurfgeschosse landen auf dem Spielfeld und der Rapidler Weinhofer bricht am Kopf getroffen zusammen. Schiedsrichter Johansson, wenn man das überhaupt so nennen kann, Schiedsrichter, negiert diese Verletzung, Rapid will abtreten, spielt aber mit 10 Mann weiter. Und dieser Umstand bringt schließlich ein Wiederholungsspiel, das die UEFA allerdings erst nach einer zweiten Berufungsverhandlung ansetzt. Austragungsort ist Manchester, denn die Begegnung am 12. Dezember musste an einem Ort in Szene gehen, der mindestens 150 Kilometer von Glasgow entfernt liegt. Und Rapid schafft ohne den verletzten Kranke und den gesperrten Kinas die Sensation. Nachdem die Schotten nur die Stange getroffen hatten, ein Konter wie aus dem Bilderbuch. Trencher schickt Backhult und Backhult kann weder von Verteidigern noch vom Torhüter gestoppt werden. 1:0 für Rapid in der 18. Minute. Und auch in Manchester können die wütenden Celtic-Fans von einem Großaufgebot an Polizei nicht gehalten werden. Torhüter Feurer wird während des Spiels niedergeschlagen. Und Torschütze Backhult nach dem Ende in den Unterleib getreten. Aber Rapid steigt, so wie die Austria, ins Viertelfinale auf.